Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen MFP Drake Project Video. Nach 5 Monaten Nutzung wird es jetzt langsam auch mal Zeit für einen Review von den Huawei FreeBuds Pro. Ich habe die jetzt mittlerweile ungefähr seit dem Release am 2. Oktober 2020 und naja, mittlerweile ist auch der Preis ganz gut gefallen. Ob ich die Kopfhörer für den Preis von aktuell ca. 140 Euro empfehlen kann, das erfahrt ihr nach dem Intro. Viel Spaß! In-Ear-Kopfhörer sind ja meistens so eine Sache für sich, denn beim einen sind Kopfhörer komplett unkomfortabel und drücken einfach nur im Ohr und für den anderen ist aber genau diese Passform halt wirklich das Nonplusultra. Dementsprechend würde ich euch da auf jeden Fall empfehlen, bei der Passform jetzt nicht 100% nach dem zu gehen, was ich hier in dem Video sage, weil das halt wirklich absolut subjektiv ist. Schauen wir uns als allererstes mal den Lieferumfang der FreeBuds Pro an. Was bekommt ihr, wenn ihr euch die Geräte bzw. die Kopfhörer bestellt? Nun zuallererst, natürlich ist es ein relativ kleiner Karton, wenn wir das hier mal sehen. So viel ist da also nicht drin. Trotz alledem bekommt ihr natürlich die FreeBuds Pro mitsamt dem Ladecase. Es ist ein USB-C-Kabel dabei, kein Netzteil. Das bedeutet, ihr müsstet hier tatsächlich euer eigenes Netzteil stellen, was aber auch nicht schlimm ist, da das ein ganz normales USB-A auf USB-C-Ladekabel ist. Es gibt zwei paar weitere Eartips und natürlich den obligatorischen Papierkram, also Safety Information, Quick Start Guide und natürlich die Garantiekarte. Sonst ist aber im Lieferumfang gar nicht viel mehr vorhanden. Die Kopfhörer gibt es nicht nur wie hier in Silver Frost. Meiner Meinung nach ist es aber doch die schönste Farbe, weil das Gehäuse halt hier schön in matt gehalten ist. Die Kopfhörer gibt es aber auch noch in Carbon Black und in Ceramic White. Da ist das Case dann tatsächlich hochglänzend, genauso wie die Kopfhörer selber natürlich auch. Bei den Kopfhörern, bei den Buds ist es so, auch die sind hier in der Farbe Silver Frost glänzend. Ist aber nicht weiter tragisch. Die Kopfhörer erinnern schon sehr stark an die AirPods Pro von Apple. Trotz alledem setzen sie sich durch den eckigen, kantigen und markanteren Körper doch so ein bisschen von den AirPods Pro ab und bilden doch so ein eigenständiges Design. Das heißt, hier muss ich tatsächlich sagen, die FreeBuds Pro erkennt man eigentlich auf den ersten Blick und meiner Meinung nach sehen die auch wirklich gut aus. Also hier ist es tatsächlich nicht so, dass wir von einem billigen Klon oder so sprechen, sondern Huawei hat hier trotz der Anlehnung ein eigenständiges, markantes und vor allem wiedererkennbares Design gefunden. Von den Audiotreibern her setzt Huawei hier auf kleinere Treiber, wie das noch bei den FreeBuds 3 der Fall war. 11 mm sind aber trotz alledem auch für In-Ear-Kopfhörer immer noch ordentlich. An die 14 mm Treiber der FreeBuds 3 kommt man nicht ganz ran. Trotzdem verspricht Huawei hier immer noch einen satten Klang. Zum Tragekomfort kann ich als allererstes mal sagen, auch wenn die FreeBuds wirklich klobig wirken, durch ihr eckiges Design und durch diese Kanten, die sie halt mitbringen, so ist es tatsächlich so, dass ich die FreeBuds erstaunlich angenehm im Ohr finde. Also ich muss tatsächlich sagen, über Stunden hinweg Musik hören oder einfach auch mal telefonieren mit den FreeBuds Pro ist tatsächlich sehr angenehm und irgendwie ein Drücken oder Schmerzen hatte ich in der ganzen Zeit tatsächlich nie. Aber hier, wie gesagt, möchte ich explizit darauf hinweisen, dass das halt subjektiv ist und das bei euch natürlich anders sein kann. Wenn ihr einfach anders geformte Ohrkanäle habt, dann kann das gut sein, dass bei euch dann Kopfhörer, die ich sehr angenehm finde, auf einmal sehr unangenehm und störend sind. Zur Steuerung muss ich leider sagen, so wirklich intuitiv finde ich sie nicht. Das liegt aber nicht daran, dass die Gestensteuerung selber irgendwie ja nicht durchdacht wäre oder nicht gut funktionieren würde, sondern das liegt schlicht und ergreifend an der Platzierung der Steuerelemente auf dem Kopfhörer selber, denn man muss hier schon fast auf die Innenseite der Kopfhörer greifen, die halt wirklich dann ja eigentlich die Innenseite zum Kopf hingeneigt, sodass man überhaupt eine Steuerung oder eine Geste ausführen kann. Das ist halt immer so ein bisschen eine Handverrenkung und dementsprechend ist es auch sehr, sehr schwierig, da dann den Punkt auf Anhieb zu treffen. Wenn man sich daran mal gewöhnt hat, kommt man im Alltag damit aber auch relativ gut klar. Es ist aber definitiv bei anderen Herstellern, was die Gestensteuerungsplatzierung angeht, deutlich besser gelöst. Man denke dann nur an die Jabra Earphones, bei denen man halt wirklich direkt außen auf dem großen Kopfteil bzw. auf dem großen Ohrteil halt wirklich die Gestensteuerung hat und da ganz angenehm nach oben, nach unten, links, rechts wischen oder doppelt tippen kann. Das ist hier bei den FreeBuds definitiv nicht ganz so schön gelöst. Das Wichtigste bei solchen In-Ear-Kopfhörern ist aber natürlich eigentlich immer der Klang. Und da muss ich tatsächlich sagen, haben mich die FreeBuds Pro in den letzten Monaten wirklich überzeugt. Ich habe zwar nicht allzu viel erwartet und dachte mir vor allem aufgrund des Preises und der Features, die Huawei verspricht, ja, vielleicht nicht ganz so toll, aber beim Klang muss ich tatsächlich sagen, neben intensiven Bässen, also wirklich sehr, sehr schöne, intensive, aber jetzt halt auch nicht übersättigte Tiefen, haben wir
schöne volle Mitten und auch klare Höhen. Also was den Klang angeht, bin ich tatsächlich sehr, sehr positiv überrascht von diesen kleinen In-Ear-Kopfhörern von Huawei. Es ist wirklich egal, ob man damit jetzt elektronische Musik hört, ob man Heavy Metal hört, ob man klassische Musik hört. Der Klang überzeugt eigentlich überall. Man muss aber dazu sagen, mit aktiviertem Noise Cancelling wird der Klang nochmal so ein Ticken besser. Das letzte Quäntchen holt Huawei dann da doch nochmal aus den Treibern raus. Und gerade im Vergleich auch mit zum Beispiel den Jabra Elite Sport muss ich tatsächlich sagen, auch wenn die Kopfhörer natürlich schon ein bisschen älter sind, das sind einfach die, die ich vor den FreeBuds Pro genutzt habe. Das ist schon ein deutliches Upgrade, wenn man dann auf die FreeBuds Pro umsteigt. Selbes Spiel beim Active Noise Cancelling. Hier ist es so, dass halt einfach gleichbleibende Töne, also sprich ein tiefes Rauschen, wenn man zum Beispiel im Flugzeug sitzt oder in der Bahn oder auch wenn man mal im Auto irgendwie mitfährt, so diese ganzen gleichbleibenden Geräusche, die werden wirklich sehr, sehr gut rausgefiltert und gedämpft, sind kaum noch hörbar. Das liegt natürlich zum einen daran, dass die Kopfhörer selber durch diese Silikon-Eartips schon relativ eng mit dem Gehörgang abschließen. Auf der anderen Seite leistet hier auch das Active Noise Cancelling wirklich sehr, sehr gute Dienste. Windgeräusche sind mittlerweile auch kein Problem mehr. Da hat Huawei tatsächlich im Dezember letztes Jahr ein Update für die Kopfhörer gebracht, sodass das Active Noise Cancelling hier nicht mehr Windgeräusche irgendwie störend im Innenraum verstärkt, sondern dass die Kopfhörer da halt einfach gar nicht drauf reagieren. Die Kopfhörer erkennen jetzt mittlerweile intelligent, was ist Windgeräusch, was nicht und filtern dementsprechend die Windgeräusche nicht mehr gegen, sodass man da irgendwie ein nerviges Pfeifen im Ohr hat. Das war anfangs mal ein Problem, wie gesagt, mittlerweile hat Huawei das aber per Update gefixt. Was ich auch gut finde, ist, dass die Huawei AI Live App, mit denen man die Kopfhörer ja nochmal individuell an sich anpassen kann, einen Equalizer einstellen kann und auch das Noise Cancelling nochmal aktiv verstellen kann. Die App gibt es jetzt mittlerweile auch für iOS, das heißt auch iPhone-Nutzer können die Kopfhörer in vollem Umfang nutzen und sind hier nicht eingeschränkt, so wie das bei den bisherigen FreeBuds oder auch bei den FreeBuds Pro jetzt bis November, Dezember, Ende letzten Jahres leider der Fall war. Letzten Endes sind die besten In-Ear-Kopfhörer aber nutzlos, wenn die Akkulaufzeit miserabel ist. Und da kann ich bei den FreeBuds Pro tatsächlich nur sagen, ich finde die Akkulaufzeit echt in Ordnung. Huawei selber gibt 4 Stunden mit Active Noise Cancelling und 7 Stunden ohne an. Mit aktiviertem Active Noise Cancelling im Dynamikmodus muss ich tatsächlich sagen, ist der Huawei-Wert fast ein bisschen pessimistisch. 4,5 bis 5 Stunden sind je nach Umgebung da schon definitiv möglich. Die 7 Stunden, die Huawei ohne Active Noise Cancelling angibt, die sind meiner Erfahrung nach auch relativ realistisch. Das heißt, was die Akkulaufzeit angeht, sind die FreeBuds Pro tatsächlich relativ stark im Vergleich zur Konkurrenz unterwegs. Kommen wir letzten Endes nochmal zum Preis. 140 Euro kosten die FreeBuds aktuell, das hatte ich ja Anfang des Videos schon gesagt. Und meiner Meinung nach, wenn man einfach mal anschaut, was die FreeBuds Pro liefern, dann ist es eigentlich ein relativ starkes Preis-Leistungs-Verhältnis, denn für 140 Euro bekommt ihr hier Kopfhörer, die wirklich bei allen diversen Musikrichtungen vernünftigen Klang abliefern, die hier definitiv dann auch ja, eine lange Akkulaufzeit mit sich bringen. Das heißt, ihr bekommt nicht irgendwie Kopfhörer, denen nach 2 Stunden der Saft ausgeht, sondern ihr könnt die auch wirklich ohne Probleme mal unterwegs auf einer längeren Zugfahrt oder so einfach mitnehmen, braucht da keine zusätzlichen Kopfhörer dabei zu haben. Und auch die Verarbeitung des Geräts oder der Geräte ist sehr, sehr hochwertig. Und bei mir knarzt auch jetzt aktuell noch nichts. Also die sind immer noch solide verarbeitet. Ich habe da keine irgendwie negativen Erlebnisse bisher erlebt, sodass da definitiv eigentlich nichts dagegen spricht, die FreeBuds Pro sich für den Preis zu kaufen. Lediglich die Steuerung, das hatte ich ja auch gesagt, ist halt so ein bisschen gewöhnungsbedürftig und nicht ideal platziert. Aber auch da kann man dann drüber hinwegsehen. Ich weiß sowieso nicht, wie viele diese Steuerung am Ohr direkt nutzen. Ich persönlich nutze die Steuerung sowieso nicht, sondern nutze dafür halt entweder hier meine Uhr oder halt direkt das Smartphone, sodass es für mich eigentlich auch kein großartiger negativer Kritikpunkt war. Ich wollte es nur eben euch auch gesagt haben, weil das für viele halt doch ein wichtiger Punkt ist, dass die Steuerung über die Kopfhörer selber sehr intuitiv und vor allem leicht erreichbar funktioniert. Ansonsten, wie gesagt, haben die FreeBuds Pro tatsächlich in meinem Test, meiner Erfahrung nach aus den letzten 5 Monaten, die sie mich jetzt begleitet haben, eigentlich kaum Schwachpunkte und für 140 Euro, denke ich, ist es definitiv ein fairer Preis. Schreibt mir auch mal gerne in die Kommentare, was ihr von den FreeBuds Pro haltet oder welche Bluetooth-In-Ear-Kopfhörer ihr aktuell nutzt. Plant ihr vielleicht in Zukunft, euch neue Kopfhörer anzuschaffen oder seid ihr mit den Geräten, die ihr aktuell habt, zufrieden? Damit soll es das von diesem Video dann aber auch wieder gewesen sein. Wenn ihr Fragen zu den FreeBuds Pro habt, dann schreibt die auch gerne unten in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns voraussichtlich am Sonntag zu einem neuen Video wieder. Macht's gut, bleibt gesund. Bis dahin alles Gute und ciao.